Herzlich willkommen zur chaotischen Viertelstunde über die Programmiersprache NIM. Für einige, die sowas wie Python oder Haskell kennen, wird das NIM sicherlich sehr erfreulich sein. Für Leute, die sich so ausschließlich in Richtung C bewegen, für die sieht diese Sprache gleich sehr komisch aus. Was ist an NIM so toll? Zum Ersten, die Sprache kann Garbage Collector, wenn man das will. Wenn man nicht, kann man ihn ausschalten. Sie kann im Prinzip in jede große Sprache kompilieren. Sie kann in C, C++, Objective-C, JavaScript kompilieren. Und die Binaries, die sie produziert, sind auch ziemlich klein, verglichen so mit anderen Sprachen. Und ja, die Binaries gibt es halt irgendwie für jedes System, Windows, Linux, Mac, ARM, PowerPC und so weiter und so fort. Und ansonsten, sie ist sehr funktional orientiert, sie ist sehr an der Pascal-Familie orientiert und auch ganz wichtig, statisch typisiert. Nicht, dass einem auf einmal so eine Zahl als ein String zurückkommt oder so. Ich habe da mal so ein bisschen Code vorbereitet. Ich hoffe, dass man das zoomen kann. Ja, kann man. Das ist schön. Wir fangen mal ganz einfach an. Hello World. Und dann kann ich dieses Ding kompilieren, indem ich hier bei mir auf der Kommandozeile einfach so einen NIM ausführe. Und dieser NIM-Compiler, der hat so eine Tonne Argumente und den ich hier hatte, ist NIM-C für Compile. Und dann weiter unten hatte ich noch irgendwo --run dafür, dass er das Programm, was er gerade gebaut hat, auch direkt ausführt. Und ihr seht hier schon beim Durchscrollen, es gibt eine ganze Menge an Optionen, in die gehe ich nicht weiter ein. Dafür lest ihr euch bitte die Doku durch oder je nachdem, was da hinten dran steht, auch das, was da hinten dran steht. Mach es vielleicht doch noch mal ein bisschen kleiner, damit man mehr auf Bildschirm hat. Kann man das da hinten noch lesen? Okay. Dann gehen wir mal weiter. NIM, wie gesagt, statisch typisierte Sprache. Wäre ganz interessant, wenn man bei seinem Objekt oder seiner Variable den Datentyp mit angibt. Zum Beispiel in dem Fall hier, ja, meine Variable str ist vom Typ String und der kann ich auch sofort einen Wert zuweisen. Alternativ kann ich den Typen auch weglassen, Klammer auf, sofern er irgendwie erraten werden kann. Und wenn ich jetzt nicht jedes Mal var hinschreiben möchte, wenn ich irgendeine Variable definiere, kann ich auch ein var hinschreiben und in der nächsten Zeile eingerückt. Ja, Einrückung ist hier wichtig. Klammer auf, Anmerkung, so wie in Python, Klammer wieder zu. Kann ich dann also var sagen, in der nächsten Zeile eingerückt, dann meine Variablen definieren. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem myFloat32 nicht gesagt, das ist jetzt ein Float32, sondern ich habe hier so einen Wert erzeugt und dann hinten dran mit diesem Anführungszeichen F32 gesagt, egal was du dir denkst, das soll jetzt ein Float32 sein. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann so eine Variable forward deklarieren, kann sagen, ja, ich habe hier so ein myFloat64, das ist ein Float64 und den Typen oder den Wert werfe ich dann halt erst später hin. Und dann kann ich hier mal diesen Block nehmen und den ausführen. Und dann sagt es mir, hier der Typ von deinem str ist wie erwartet ein String und von deinem 42 wie erwartet ein int und so weiter und so fort. Und Zuweisung kann ich mir auch ganz einfach machen. Wenn ich einen Haufen Variablen habe, die irgendwie alle den gleichen Wert haben sollen, dann sage ich halt var abcd ist gleich 6. Zack, sind sie alle 6. Input geht mit readline. If sieht
ziemlich genauso aus wie in Python. Du heißt Edith. Moment. Wenn er mir jetzt nicht zu... Das ist definitiv zu sensitiv in dem großen Zoom. Sagt er auch was? Ach so, ja, nee, ich habe die erste Zeile vergessen. Oder so. Maybe? Grr. Code is already running. Er wartet auf eine Eingabe, oder? Er wartet auf eine Eingabe, ja. Ah. Nö. Ja, da muss ich halt das ganze Ding jetzt ausführen. Ach so. Spoiler ich halt. Mach das scheiß Ding mal zu. Na gut, wir halten uns mal nicht an kleinen Details auf. Also, Readline kann dieses Ding, kann von Kommandozeile lesen, von stdin. If sieht in etwa so aus wie in Python. Und ja, die Einrückung ist auch wieder wichtig. Und String Concatenation geht im Gegensatz zu den meisten anderen Sprachen mit einem Hoffmanns-Und. Also, wer irgendwie von C-artigen kommt, dem wird das nicht gefallen, aber okay. Außerdem, wer irgendwie von funktionalen Programmiersprachen kommt oder modernen Sprachen wie Rust, der kennt es auch, dass das Switch-Statement auch zum Beispiel auf komplizierten Datentypen funktioniert, wie zum Beispiel einem String oder generell, dass dieses Ding so Pattern-Matching kann, wie, ja, ist mein Name entweder Name oder Name-E, dann kann es sowas. Also Switch ist sehr viel stärker als in anderen Sprachen. Es kann zum Beispiel auch mit Ranges, also ich kann bei meinem Switch irgendwie sagen, oder bei meinem Case-Statement in dem Fall, sagen, ja, du bist jetzt 1 bis 3, 5 bis 6, 8 bis 9, der geht da lang und 4 und 7 geht da lang und alles andere, whatever. Und was euch hier bei dem Case auch auffallen sollte, ist, es gibt kein explizites Break-Statement. Also das Statement gibt es schon, man muss es halt nur nicht hinschreiben. Es ist sozusagen immer implizit angenommen, dass man nach einem Case aufhören will, es sei denn, man schreibt ein Continue hin. Continue würde dann Fall-Through bewirken. Genau, Continue würde dann Fall-Through bewirken. Und naja, Vorschleifen gibt es auch irgendwie so ähnlich wie in Python. Man kann hier auch wieder Ranges angeben. Also ich kann irgendwie sagen, mach mir mal i von 1 bis 10. Das ist dann von wirklich 1 bis 9. Also so wie man es erwarten würde. Das erste ist drin, das letzte ist nicht drin. Und dann gibt es Ranges auch noch mit dem Punkt kleiner, sodass ich sagen kann, geh mir mal bis zu dem Wert, den du aus der Funktion holst. Also das 1.10 würde irgendwie heißen, der Anfang und das Ende ist irgendwie schon bekannt und das Punkt, spitze Klammer auf, heißt dann irgendwie, du kriegst den Wert aus der Funktion halt erst zur Laufzeit. Und ich kann auch wieder so Tuple-Unpacking machen, so wie man das irgendwie schon aus Python und so kennt. Und ich kann irgendwie so Blöcke definieren, die verhalten sich wirklich wie so ein Block in C. Also alle Variablen, die halt hier irgendwie drin definiert werden, liegen halt mir da nicht raus. Außerdem kann ich so einen Block im Prinzip wie einen Go-To verwenden. Kann hier also irgendwie so eine Schleife haben oder geschachtelte Schleifen und kann dann irgendwo so einen Break dahin machen oder einen Continue und dann respektiere ich halt diesen Block.
Also bei einem Continue würde ich halt wieder dahin springen, wo der Block anfängt, beziehungsweise bei einem Break würde ich halt komplett aus diesem Block rausspringen und hier hinten weitermachen. Also das Statement hier wird im Prinzip nie ausgeführt. Ja? Das heißt, so Break- oder Continue-Statements beziehen sich immer nicht auf die Schleife, in der ich gerade bin? Doch, doch. Sondern sie beziehen sich schon auf die Schleife, in der du bist, es sei denn, du gibst halt diesen Blocknamen mit. Ach so, okay. Und es kann auch sowas wie bedingte Kompilierung, wenn ich jetzt anstelle von einem if einen when schreibe, dann wird mir halt dieser Code zur Compile-Time ausgeführt und kann halt sagen, wenn jetzt irgendwie mein HostOS ein Windows ist, dann kompiliere ich hier halt irgendwie Zeug, was nur unter Windows ist. Oder ich mache halt irgendwie einen when true und schreibe halt irgendwie Zeug rein, was zur Compile-Zeit ausgeführt werden soll, wie die Vorabberechnung der ersten 50 Fibonacci-Zahlen oder so, damit ich halt einfach nur noch ein Table-Lookup machen muss. Und Funktionen gibt es wie in jeder anderen Programmiersprache auch. Die heißen jetzt hier Procs für Prozeduren. Man sei an dieser Stelle wieder an Pascal erinnert. Genau, und hier muss ich auch irgendwie wieder Typen festlegen. Das kommt dann irgendwie so ein Doppelpunkt und dann kommt ein Ist gleich und dann kommt eine neue Zeile mit Einrückung. Und naja, diese MyFunc, die gibt jetzt hier irgendwie ganz stumpf eine 5 zurück. Ja, ist jetzt hier ganz einfach. Ich habe jetzt hier so eine Funktion, MyFunc 2. Die nimmt irgendwie so ein A, multipliziert das mit 2. Und gut ist, was ganz schön in NIM ist, jede Funktion hat einen impliziten Return-Wert mit dem Namen Result. Das heißt, ich muss halt nicht einen Return bla 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 machen, sondern kann halt über die Laufzeit von meiner Funktion als in dieses Result reinschreiben und wenn meine Funktion aufhört, ist es fertig. Das heißt, ich muss nicht irgendwie komische Dinge nochmal umkopieren oder zusammensammeln und dann returnen und ja. Jenny? Diese Result-Variable, wie ist sie initialisiert? Also zum Beispiel im Fall von Integer ist die am Anfang 0? Im Fall von einem primitiven Typen ist sie halt mit der Primitiv 0 impliziert. Wenn du irgendwie ein komplexes Objekt hast, ist sie standardmäßig auf Null oder Nil in dem Fall. Und du musst sie halt dann selber mit etwas Sinnvollem füllen. Ja? Kann ich die Sprache überreden, dieses Result mal mit einem Default-Konstruktor zu initialisieren? Oder müsste ich das per Hand machen? Per Hand. Genau. Und was man in dem auch machen kann, ist, naja, wenn ich so eine Funktion habe, die Parameter nimmt, dann kann ich faul sein und die Klammern weglassen beim Aufrufen. Also ich kann hier einfach schreiben, myfunc 5. Und das geht dann hin und macht den da. Außerdem, Echo ist kein Keyword, sondern auch eine Funktion. An der Stelle sei Haskell und ähnliche erwähnt, die sehr stark auf sowas abzielen. Und einmal zur Demo. Funktioniert, sagt 10. Wenn ich jetzt eine Funktion habe, die mir immer wieder neue Werte rausgeben soll, so wie ein Generator oder eine Coroutine oder sowas, dann möchte ich dieses Ding nicht Proc nennen, sondern Iterator. Und wenn ich das Iterator nenne, dann darf ich da drin auch mein Yield verwenden. Und naja, ihr könnt jetzt irgendwie raten, was dieses Ding macht. Es zählt jetzt halt bis 5 hoch. Tada! Und ich weiß nicht, wie viele Sprachen es so gibt, die stark verwendet werden, die so ein Yield drin haben. Auf jeden Fall so auf der Low-Level-Ebene, die halt auch wirklich Binaries kompilieren können, fällt mir so wirklich keine ein. Was macht das denn eigentlich? Wie, was macht das eigentlich? Das Yield. Das ist wie ein Return, aber es geht halt hinten dran weiter. Ah, damit. Also. Ja.
Da gab es von Rami irgendwann auch mal so einen Vortrag über die ekligen Stellen von Python. In Python gibt es auch diese Generators, oder? Wer hat ihn gemacht? Ich habe mal was über Python-Generatoren gemacht. Ich habe mal was über Async in Python gemacht. Okay. Einer von euch hatte den so schön als die Good, die Bad and the Ugly, glaube ich, hieß der. Muss ich jetzt gucken? Wir gucken nachher. Okay. Objektorientierung kann NIM auch, Klammer auf, wenn man will. Man kann so einen Typen definieren, das ist mehr so eine C-Struct, wo ich irgendwie sagen kann, ich habe jetzt hier einen Typen, Animal, und dieses Ding erbt jetzt hier irgendwie von Root Object. Ref sei an der Stelle erwähnt, ist sowas wie ein Pointer. Und ich könnte jetzt hier auch einfach hingehen und sagen, ist Object, dann kann dieses Ding keine Vererbung. Und wenn ich jetzt hier irgendwie sage, Object of Root Object, dann kann dieses Ding auch noch erben. Vielleicht sollte die Sprache sich da noch was Schöneres überlegen. Wir sind ja erst bei Version 0.18, da geht noch was. Ja. Das ist jetzt, wie ich eine Klasse definiere, eine neue, also das genau. Ist okay. Genau, das ist im Prinzip ein neuer Typ, so wie du halt ein Szene Struct oder so definierst. Der wird auch direkt initialisiert, dann ein Typ davon, oder? Nein. Okay. Also das ist wirklich nur der Typ, da gibt es keine Instanz von. Die musst du selber machen. Genau, und dann kann ich hier irgendwie so eine Funktion für mein Animal definieren. Genau, und das kriegt dann irgendwie den ersten Parameter, den kann ich irgendwie nennen, wie ich will. Soweit ich weiß, gibt es da auch keine irgendwie Konvention, ob man das jetzt this oder self oder me nennt. Hier in dem Fall ist es jetzt mit this. Und dann kann ich hier so Funktionen machen, und wenn ich Funktionen für Klassen haben will, dann kann ich die entweder proc nennen oder method, für die Leute, die mehr so auf Java stehen. Oder zumindest den Objektorientierungs-Speak, die mögen das dann auch gerne method nennen. Anmerkung für method: Method ist basiert auf einer V-Table, also kann auch wieder überschrieben werden bei Vererbung. Währenddessen, wenn ich eine proc mache, dann geht das nicht. Genau, und jetzt erbe ich mir hier so einen Hund und eine Katze mal schnell von meinem Tier und initialisiere mal so eine leere Liste und füge da mal Elemente hinzu. Und ihr seht, dass ich jetzt zwei verschiedene Schreibweisen für im Prinzip das gleiche habe. Das eine ist, ich nehme meine Liste und rufe auf dieser Liste sozusagen im objektorientierten Stil die Funktion add auf und übergebe ihr dann den Parameter dog. Ich kann aber auch hingehen und dieses objektorientierte im Prinzip invertieren und jetzt nicht sagen Objekt.Funktion, sondern ich kann sagen Funktion und als ersten Parameter dann self, also die Instanz, auf der ich arbeiten will, parsen. Und so funktioniert das nicht nur für Method, sondern wirklich für alle Funktionen, die ich in NIM definiere. Ja. Das, was vom Typ her passt, beziehungsweise das, was vom Typen her am präzisesten passt. Okay, und wenn ich beides gemacht habe? Du musst nur eins davon definieren, das andere kriegst du geschenkt. Ja, genau, aber wenn ich beides getan habe, also wenn ich... Du kannst nur eins definieren. Du kannst nur diese Variante hier als Deklaration machen. Okay, also ich kann... Diese hier kriegst du im Prinzip dazu geschenkt. Genau. Du definierst diese Variante hier und die da kriegst du geschenkt. Okay. Und wenn du sie irgendwie versuchst, künstlich zu überschreiben, dann fliegt sie um die Ohren. Mhm. Genau, und hier habe ich nochmal im Prinzip genau das gleiche demonstriert, wie das, was ich da oben hatte. Ich kann halt nicht nur a.vocalize sagen, sondern
Age Human Years von A. Hier kann ich auch wieder die Klammern weglassen und alles drum und dran. Also für die Leute, die auf funktionale Programmierung stehen, ist das klasse. Außerdem gibt es in den SEC-Utils der Sprache ein geiles Feature, das nennt sich MapIt. Also es gibt so eine Funktion Map, die nimmt irgendwie eine Liste und da drauf eine Funktion und macht da was drauf. Und ich kann jetzt hier so im Prinzip anonyme Funktionen draufwerfen, das ist die da. Und Überraschung, was die tut. Ich kann aber auch anstelle davon die Funktion MapIt aufrufen. Und bei MapIt bekomme ich so ein implizites IT für meinen Iterator. Und kann dann halt dieses IT wie hier oben mein A behandeln und zum Beispiel darauf einfach Vocalize aufrufen. Dann. Also die beiden Codestellen hier machen exakt das Gleiche. Kann ich einmal demonstrieren. Scroll mal bitte runter. Steht jetzt hier zweimal Wuff und Miau da. Genau, ich kann auch hier animals.mapit schreiben, also das geht auch. Tada! Nee. Da ist das It ja nicht. Das It, das kriegt. Also, dieses MapIt arbeitet auf dem Abstract Syntax Tree ein bisschen rum. Ja, also, es ist halt Shorthand für dieses Ding da. Und nennt jetzt halt das nicht A, sondern It. Und macht da magische Dinge auf dem Abstract Syntax Tree. Deshalb sieht das so schön aus. Aber ja. Ich könnte auch einfach Vocalize passen, ja. Das würde genauso funktionieren. Aber ich wollte halt demonstrieren, dass man da auch Lambda-Funktionen kann. C? Ja. Halt. Aus. Böse. Aus. Maybe. Ja, 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 da geb ich dir recht, das kann ganz schön verwirrend sein, aber ich find das eigentlich ganz schön. Ich persönlich mische auch ganz gerne mal funktional und objektorientiert und das kommt meistens auf die Tagesform an und irgendwie, ich find beides toll. Kompiliert das auch nach Perl? Nein, das kompiliert definitiv nicht nach Perl. Aber du kannst den Compiler gerne umschreiben, der ist Open Source, ne? Also da kannst du auch noch ein nach Perl-Modul hinzufügen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Also wie gesagt, dieses Ding kann auch nach JavaScript kompilieren, also gehen tut sowas. Ja. Und jetzt komme ich noch zu lustigen Features mit Typen. Ich kann mir zum Beispiel hier so einen eigenen Typen definieren, den nenne ich einfach myInteger und das ist einfach sowas wie ein Alias, also wie man halt in C irgendwie mit TypeDef oder in C++ mit Using hingehen würde, ist das hier einfach ein Alias und damit kann ich halt einfach rechnen. Wenn ich jetzt hingehe und mir nicht so ein Alias mache, sondern ein Distinct davor setze, dann geht es halt nicht mehr so einfach. Wenn ich das jetzt hier ausführe, da sieht man auch gleich schon das Ding in Rot markiert, mit, ja, ich sollte den gesamten Code haben. Also dann sagt er mir halt sofort, wie, du hast mir not an integer gegeben, ich kenne nur die da. Mach mal was Sinnvolles. Und dann muss ich halt hingehen und zum Beispiel hier den Plus-Operator manuell überladen und den Dollar-Operator manuell überladen. Was ist der Dollar-Operator? ToString. Ah,
Dollar ist ToString. Und dann kann ich das hier genauso machen. Also den ToString-Operator brauche ich halt für Echo. Und dann kann ich damit auch arbeiten. NIM verwendet das intern für Argument-Parsing und I.O. und so weiter. Dann bekommt man einen besonderen String-Typen, der nennt sich dann Tainted String. Und damit man nicht auf die Idee kommt, irgendwie den an zum Beispiel irgendwie eine Datenbank zu schreiben, ist es halt ein distinkter String, damit man da halt nochmal sein Sanitizing explizit macht. Klammer auf, kann man auch disablen, Klammer wieder zu. Enum-Typen, so wie in jeder guten Sprache, gibt es entweder ganz normal durchgezählt, 1, 2, 3, 4, oder halt irgendwie mit einer speziellen Nummer dazu. Und man kann Conditional Objects bauen. Also ich kann so ein Objekt bauen, das hat dann entweder einen Parameter Radius, wenn es vom Typ Circle ist, oder es hat Width und Height, wenn es vom Typ Rectangle ist. So baut NIM intern zum Beispiel auch seinen Abstract Syntax Tree auf. Und dann kann ich jetzt hier hingehen. Machen wir noch eine Zeile hoch. Und baut dann hier ein Objekt vom Typ Circle mit einem Radius 5 und einem Rect mit Width und Height 6. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier hingehe und so einen Rect mit einem Radius mache, das Ding beschwert sich ja jetzt hier schon sofort. Und dann sagt das Ding mir sofort, hey, du hast hier irgendwie so ein Objekt gebaut, das ist vom Typ Rect und du willst ihm einen Radius geben und der ist dafür nicht definiert. Mach mal was Sinnvolles. Genau, und last and least, nachdem meine chaotische halbe Stunde jetzt dann bald durch ist, ich hab noch ganz viel ausgelassen, was diese Sprache auch alles kann. Ich mache das jetzt nochmal in ganz schnell, was es da alles gibt. Module, also sowas wie Namespaces in C. Makros, sowas wie, Makros in Rust eher, nicht so wie in C oder mehr so wie in Lisp, mit es ist in der eigenen Sprache. Und Templates ist eine Spezialform von Makros, wie zum Beispiel bei diesem MapIt, das ist ein Template, damit ich das automatisch für alle Typen machen kann. NIM kann C, C++, Objective-C, JavaScript Bindings bauen. Das heißt, ich kann mit zum Beispiel C2NIM oder JS2NIM dem einfach einen Source Code in C hinlegen und sagen, mach mir mal Bindings hierfür. Oder ich kann beliebige native Libraries, .so, .dll und so weiter importieren und sagen, nimm mir mal die Funktion mit dem Namen, Klammer auf, Namespace Mangling für C++ kriegt dahin, Klammer wieder zu. Und bei diesem Import von DLLs und so weiter kann ich auch mit Regexen arbeiten und sagen, wenn du jetzt irgendwie so ein Ding hast, was irgendwie auf Debug endet, dann mach doch noch die Dinger damit dazu. Sowas kann ich machen. Es gibt einen Package Manager, der heißt Nimble. Der ist wunderbar. Die Doku dazu kann ich euch mal gerne an die Hand legen. Das ist die, sagen wir, sinnvollere Variante im Gegensatz zu Node. Wer irgendwie sein Make ersetzen möchte, es gibt hier so ein Ding, das nennt sich Make, so wie Snake, nur ohne S. Das ist dann auch im Prinzip in NIM ein Bildsystem. Und ansonsten, wer mehr davon wissen will, sollte mich fragen oder eins der hier aufgelisteten Dokumentationsfiles sich mal anschauen. Okay, fertig. Gibt's noch Fragen? Ja? Wie geht NIM mit definierten, undefinierten Sachen um? Also wie zum Beispiel in Swift sind es Optionals, in C wäre es dann ein Pointer mit einer Variable dahinter.
In C ist halt überhaupt nicht sicher, in Swift ist es total streng, du kannst halt nichts in die Variable schreiben, außer sie ist definiert, ja, da ist ein Speicherbereich, also wie auch immer, wie geht, nimm damit. Wenn du eine Funktion hast, die irgendwie einen Higher-Level-Typ zurückgeben soll, hast du im Prinzip wie in C++ größer 11 die gleichen Auswahlmöglichkeiten. Du kannst also entweder ein Dummy-Objekt zurückgeben, du kannst hingehen und null bzw. einem nil zurückgeben. Das produziert dann die gleichen Speicherzugriffsfehler. Beziehungsweise es crasht dir sofort, wenn du so ein Ding zurückgibst und es anfasst. Oder du kannst optional verwenden, Klammer auf, da musst du aber nochmal ein Package extra importieren. Ah, okay, es gibt Optionals, nice. Genau, es gibt Optionals, die sind auch in der Standard-Library, aber die sind halt nicht in dem System-Modul, was halt automatisch importiert ist. Ja? Das ist wahrscheinlich nicht ganz so NIM-spezifisch, aber weil es gerade auch vorher nochmal aufkam, das mit den Ranges. Du sagst irgendwie bei der Vorschleife, wenn du 1.10 schreibst, geht er von 1 bis 9. Ja. Was ist das Reasoning dahinter? Weil das, was ich hinschreibe, entspricht nicht dem, was da passiert. Es sind weder 10 Elemente, noch ist das der letzte Wert, der da steht. Ich finde, das ist irgendwie unglaublich überraschend. Es ist im Prinzip genau wie in Python und in den meisten anderen Sprachen, dass du halt bei dem Wert beginnst, der vorne steht und bis zu dem Exklusiven gehst. So wie halt du deine Vorschleife schreiben würdest. Vor i ist gleich 1, i kleiner 10, i plus plus. Genau. Ja, das muss man halt wissen. Es gibt Sprachen, die machen das anders, die machen das inklusive. Davon habe ich auch schon mal eine vorgestellt, aber ja. Ja, das ist so ein bisschen wie Vim versus Emacs. Das kommt darauf an, welche Religionsgemeinschaft man anhören möchte. Ich war längst geklärt. Emacs versus Emacs. Okay, lass mal die Vim versus Emacs Diskussion, kommt mal wieder auf den Punkt zurück, danke. Einer von beiden Jans möchte bitte. Ja, es ist nur eine Frage von offenes versus geschlossenes Intervall. Genau. Ja, ist halt eine Frage, und halt die meisten entscheiden sich halt irgendwie für das mit einfach nur kleiner, nicht kleiner gleich. Wie schreibt man denn ein geschlossenes Intervall? Du gehst eine Nummer höher. Nein, das ist ja unschön. Das ist sogar sehr expressiv, weil du genau einen Intervalltyp hast. Ja. In anderen Sprachen kann man sowas automatisch machen, Julia, aber ja, jetzt der Andrian. Wie sieht es mit Debugging aus? Du hast zwei Optionen. Nummer eins ist, dieses Ding kann GDB, Debugflex, also GDB Debug-Informationen setzen. Das heißt, du kannst es mit jedem Ding, was irgendwie GDB verarbeiten kann. Alternativ, das ist aber noch sehr in Entwicklung, noch nicht wirklich stabil. Es gibt einen Debugger, der nennt sich ENDB. Der kann so ein paar Dinger wie, du kannst halt in Code irgendwie sagen, mach mir hier einen Breakpoint. Und dann spawnt er halt eine Shell, auf der du NIM-Code ausführen kannst. Das ist noch sehr experimentell. Ein bisschen komisch, aber die Variante mit, wir kompilieren nach C, die Variante mit, wir machen GDB Debug-Infos, die funktioniert sehr gut, die zeigt dann auch wirklich den NIM-Quellcode an, also nicht irgendwie den, wir kompilieren mal nach C und zeigen dann den C-Code an, sondern sie zeigt wirklich den NIM-Code an. Kannst du das auch in deiner Entwicklungsumgebung? Das ist Visual Studio Code, das kann sowas nicht. Das ist zu dumm für alles. Aber es ist ein Texteditor mit Syntax-Highlighting. Und es ist einer der wenigen Editoren mit Syntax-Highlighting für NIM. Die Alternative wäre Vim, aber weiß nicht. Vim? Das Syntax-Highlighting in Vim reinzubekommen, da war ich zu faul für. Da muss ich einen Plugin-Manager erst einmal in mein Vim reinbekommen. Und nachdem ich die Anleitung gelesen habe, habe ich gesagt, ja, nee, mache ich nicht.
unterscheidet das eigentlich, wenn man es nach Binaries kompiliert? Ich habe keine großen Anwendungen bis jetzt damit geschrieben, aber ich sag's mal so, in Micro-Benchmarks kommt das auf jeden Fall an C ran. Und die Binary-Größe scheint wohl auch sehr vergleichbar mit einem auf Größe optimierten C zu sein. Also definitiv kleiner als manche andere Sprache, die irgendwie die gesamte Standard-Library reinkompiliert. Genau. Also es ist ziemlich klein, machen wir es mal so. Und es kann halt auch mit Garbage Collector, ohne Garbage Collector. Mit Garbage Collector ist natürlich größer. Dafür hat der Garbage Collector ziemlich wenig Overhead. Also die Sprache nehmen kann man auch mit Garbage Collector sehr gut betreiben. Und wie sieht es mit Speichersicherheit ohne Garbage Collector aus? In etwa so wie in C. Okay. machst du Scheiße, fliegt es dir um die Ohren. Warum will ich nochmal ohne Garbage Collector laufen? Du bist so ein Ticken schneller. Okay. Und Latenz. Deterministisch die Latenz. Jein, also du kannst den Garbage Collector drin behalten, kannst ihn aber manuell triggern. Also ihr könnt hingehen und mit einem Compile-Flag irgendwie sagen, ja, also du kompilierst mit dem Garbage Collector rein, aber du führst ihn nur aus, wenn ich es dir explizit sage. Und dann kannst du irgendwie in deinem Code reinschreiben, gc_step und ihm eine Zeit geben, die der Garbage Collector maximal laufen darf. Und das funktioniert halt super. Und es gab irgendwie mal einen Stream auf YouTube, wo der Erfinder von der Sprache das mal demonstriert hat mit einem größeren Programm, was irgendwie CSVs geparst hat und da irgendwelche Visualisierungen gemacht hat. Und das ist auch noch das ist super gelaufen und er hat halt irgendwie als Garbage Collector Time 25 Mikrosekunden, also das ist eins kleiner als Millisekunden, angegeben und das ist flüssig gelaufen, hat den Speicher auch wieder freigegeben. Also insofern funktioniert ganz gut. Da drängt sich mir jetzt aber eine Frage auf. Ich habe jetzt hier weder Malloc noch Free gesehen. Du hast hier weder Malloc noch ein Free gesehen. Wenn ich jetzt keinen Garbage-Collector benutze, dann passiert was? Also ich meine, wo geht denn der Speicher dann hin, den ich irgendwie vielleicht nicht mehr bräuchte oder was auch immer? Du hast jetzt hier kein Malloc und kein Free gesehen, weil ich hier keinen Code geschrieben habe, der ein Malloc und ein Free macht. Ich kann hingehen und ein New und ein Free machen und das macht halt irgendwie das gleiche wie in C. Und wenn ich halt irgendwie ein Objekt mit New allokiere und ohne Garbage Collector lauf und das Ding nicht wieder friere, dann bleibt es halt einfach da. Wenn ich halt mit Garbage Collector arbeite, dann räumt das mir halt wieder weg. Also, gleiches Problem wie in C. Wenn du Zeug malloxst und es nicht wegräumst, bleibt es halt da. Ist eine hardware-nahe Programmiersprache im Prinzip. Wenn du mit Garbage Collector läufst, räumt das dir natürlich wieder weg. Wenn du ohne Garbage Collector läufst... Es wird also immer größer. Genau. Wer sich in den Fuß schießen möchte, der kann das tun. Also... Okay. Sonst noch Fragen? Wenn nicht, dann wünsche ich noch einen angenehmen Chaos-Treff und wer Fragen hat, darf zu mir kommen. Der Rami möchte, glaube ich, noch was? Soll ich das ganz kurz aufklären, was das Reasoning hinter den halboffenen Intervallen für Ranges ist? Ja, mach mal. Also, wobei, das Reasoning ist ja durchaus angekratzt worden mit dem üblichen Kleiner bei den Vorschleifen. Es ist total intuitiv von der Syntax her. Es gibt zwei Gründe. Aber wir haben keine Kreide für dich. Doch, da ist Kreide. Ha. Also wenn du ein Array hast, ne? Ja. Und du referenzierst dann in so einer Range drauf, ja, dann kannst du irgendwie sagen 1 bis 5, was dann eben die Elemente 1, 2, 3 und 4 sind, was du unintuitiv findest. Ja, klar, ich meine. Also das sind weder 5 Elemente. Der Punkt ist. Lass ich mal durchgehen. Die sind ja beide optional in den ersten Sprachen. Ich kann es bei Doppelpunkt 5, das gibt mir die ersten 5, das wäre super unintuitiv, wenn mir das die ersten 6 geben würden. Ja, das stimmt. Genauso wäre es super unintuitiv. Ja, gut, von daher auch über die linke Seite von der Ball reden wir ja nicht. Da sind wir uns ja einig, dass das da geschlossen ist.
geht immer nur auf die rechte Seite, damit der Ball offen oder geschlossen ist. Also der Punkt ist, dass es super unintuitiv wäre, wenn das hier 6 Elemente wären. Der andere hier für mich nicht, weil der Index bei 0 anfängt. Aber das ist der andere Punkt ist, dass wenn ich über Teilintervalle iteriere, ja, dass ich dadurch, wenn ich mehrere aufeinanderfolgende Intervalle habe, halt immer, wenn die sich lückenlos aneinander anschließen, der rechte vom einen das gleiche ist wie der linke vom nächsten. Das ist, wenn ich mit so Teilintervallen arbeite und das dann tatsächlich meine Indexverschiebungen komme, deutlich intuitiver als andersrum. Wenn man das dann wirklich mal machen muss. Praktischer ja, intuitiver nein. Mhm. Gut, okay. Nehme ich. Praktischer Recht gibt. Ja. Man sieht das selber im Moment, aber ich meine, es hat auch irgendwann mal angefangen ohne diesen ganzen taktischen Sugar mit, es gibt einfach Range von so und so. Und dann ist es halt cool, wenn das diese Zahlen sind, also so und so viele Zahlen. Ja, also Range von 3 sind halt 3 Zahlen. Ja. Oder vier. Ja. Und in der natürlichen Sprache wird normalerweise von 3 bis 5, glaube ich, auch immer sehr gemischt angesehen, oder? Nee, natürliche Sprache sind Intervalle eher geschlossen. Ja. Genau. Aber da zählt man, natürliche Sprache zählt auch nicht von 0. Genau. Ja. Also, bei natürlicher Sprache ist es halt schon das. Wenn ich gerade von 3 bis 5 Uhr, dann meine ich nicht von 3 Uhr bis 16 Uhr, weil. Also. Das gibt keinen Sinn. Na gut. Gut, das wollte ich nur, weil das wäre irgendwie.